Moin, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zum Schönheitswettbewerb. Und wir haben hoffentlich gute Aussichten mit unserer lieben Mumie zu gewinnen. Ja, was machen wir dafür? Wir machen sie erstmal adrett und nett, ganz schick und kokett. So, das war eins. Dann können wir hier. Haha. Kommt das aber der. Na, ich gehe jetzt nicht drauf ein. Moment, das sieht aber noch nicht gut aus. Da fehlt noch etwas. Geh zu, hier ist eine Treppe. Wo führt die denn hin? Ach, die führt nach hier. Apropos, hatten wir hier uns genau. Ja, ist ja gut. Ich wollte mich hier nur noch mal ganz kurz umschauen. Ja! Nee, hier ist nichts. Wir gucken auch hier nochmal. Ich will nichts übersehen wieder. Das wäre fatal. Sowas wie diese Verlängerungsschnur. Nimm Verlängerungsschnur. Game. Ist jetzt keine Musik mehr im Zimmer des King. Ach Gott, den haben wir da nochmal. Den Hamster haben wir hier nochmal gucken. Mal so Bank. Was können wir denn? Sieht bequem aus. Könntest du dich aber draufsetzen? Benutze. Keine Zeit dafür. War mir klar. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Gut, das haben wir. Wir tauen jetzt am besten erstmal das Hamsterchen auf. Wir müssen auch noch ein bisschen was zurückspulen. Da können wir hier mal. Tut mir leid. Ich habe strikte Anweisungen von Tentakel Nummer 1. Dem allmächtigen Alten. Ja, ist dem gut. Dem großen Vater Purpurtentakel. Niemanden an diese Uhr zu lassen. Aber ich habe Rechte. Ich bin ein Tentakel. Und ein attraktives dazu. Muss ich sagen. Aber niemand kommt in die Nähe dieser ja, Uhr. Ja, die liebe Lavoe. Sie hat schon Sexappeal. Und solange ich nicht gerade ein paar flüchtige Menschen jage, bleibe ich auf diesem Fleck. Mist. Okay, das kriegen wir schon irgendwie hin. Da hat er uns doch schon eigentlich den perfekten Hinweis gegeben. Wir wollen aber jetzt erstmal den armen Hamster versorgen, wie gesagt. So, das arme Hamsterchen. Kinder, please, don't try this at home. Nicht euren Hamster ins Gefrierfach stecken und hinterher in die Mikrowelle. Bitte tut es nicht. Himmel, ich hoffe nicht, das Ding ist so primitiv wie die gefährlichen Mikros in meinem Jahrhundert. Ja. Diese Dinger können einen Hamster richtig munter machen. Oh, oh. Das war witzig, aber nur weil dies das 22. Jahrhundert ist. Genau. Wisst ihr, Kinder, die dort, wo ich herkomme, Hamster in die Mikro stecken, werden ihren Eltern weggenommen und zur Adoption freigegeben. Also genau. Macht es nicht. Richtig, liebe Kinder, Laverne sagt es, macht es nicht, sonst werdet ihr euren Kindern denken. Das sollte ihn aufwärmen. Ja, jetzt ist er flauschig. Benutze knusprig warme Hamster. Das ist so... Ah, schön. Ah, einfach schön. Hier können wir auch nochmal. Hier könnten wir doch. Ach ja, hier war ja das. Verdammt. Da wollte ich einfach nochmal gucken. Also, da denken, wenn ihr sowas euren Hamstern oder anderen Haustieren. Tut. Nicht mit Katze, mit Zaun. Das sollte klappen. Hallo Stinkkatze! Und da lohnt es sich, in der Kindheit solche Zeichentrickserien gesehen zu haben. Wir machen aus einer schwarzen Katze ein Stinktier. Guck mal, Katze. Was haben wir denn hier? Den Blick kenne ich. Sieht aus wie ein Nagetier. Den Blick kenne ich. Eine Spezies. Wir haben eine nette, süße Lausche Katze und ich hoffe jetzt nicht wieder irgendein Musikbug. Aber was gut ist, das ist doch
Ja. Benutze Verlängerungsschnur damit. Ja, das ist supi. So, dann spielen wir erstmal den Essig weg. So, Lahogi. Lahogi Master, take it. You will need it. So, Tippex haben wir benutzt, Dosen haben wir benutzt, die Flausche haben wir benutzt. Eigentlich haben wir alles hier benutzt. Hier ist auf jeden Fall noch einiges zu tun. Die goldene Feder. Braucht doch, glaube ich, sogar Hogi für die dumme Zeit-Dingsbums. Also für die Batterie. Braucht er da die nicht sogar für? Das wäre ziemlich dumm gewesen. Oder beziehungsweise war ich dumm, die zurückzuspielen. Spülen! Wir haben den Essig, wir haben die goldene Feder, wir haben den Laborkittel. Was fehlt denn noch? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Müssten wir ansonsten nochmal den guten Allison da unten fragen. Ah! Ich glaube, ganz wichtig ist aber erstmal das hier noch. Yes! Denn wir müssen unserer kleinen Mumie ja auch noch so ein bisschen... Halt, stopp. Halt! Wenn ich Halt sage, hast du zurückzugehen. Leutnant, wie denken Sie wirklich über die Menschen? Ehrlich, Sir? Ich denke, sie sind dreckig. Obszön. Faul. Und die sind viel zu schnell. Wie das Zeug in deinen Augen, wenn du wach wirst. Wie das Wachs, das sich hinter den Saugnäpfen bildet. Wie? Das reicht, mein Sohn. Ich wollte nur sicher gehen, dass du keiner der Menschensympathisanten bist. Jetzt, wo diese schreckliche Menschenshow läuft, wimmelt es überall von Menschenliebhabern. Ich bin kein Menschenliebhaber, Sir. Das ist gut. Nun hör mir zu, ich habe da einen kleinen Plan. Okay, wir hören genau zu. Aber leider habe ich... nämlich wird was vergessen, glaube ich noch. Wir haben ja immer noch einen wirklich starken Konkurrenten. Und den müssen wir doch irgendwie ausschalten können. Und was wäre besser, als dafür zu sorgen, dass jemand sauer auf ihn wird und ihn rausschmeißt? Da müssen wir hin. Vielleicht soll ich nochmal gucken, nicht, dass ich noch irgendwas vergesse. Jetzt, wo wir schon mal hier stehen. Ich denke, das hätte Brecheisen, Brechstange, dann haben wir das Kaugummi, keine Ahnung. Dann kriegen wir nur die Kohle zusammen, dass er hier... Ich weiß es nicht. Da werde ich mir heute auch keinen Gedanken mehr rüber machen, weil so langsam dringt bei mir die Zeit. Das heißt, diese Folge noch. Und da muss ich auf jeden Fall erstmal beenden. Aber vielleicht kann ich nachher nochmal ein Ründchen aufnehmen. Vielleicht kriege ich es dann heute sogar noch durch. Das wäre ja herzallerliebst. So, da unten hätten wir jetzt natürlich, glaube ich, auch für Unruhe sorgen können. Dann. Ein bisschen Unruhe kann man ja immer stiften mit einer schwarzen Katze, die wie ein Stinktier aussieht. Und wenn erstmal ein Pepe in die Nähe kommt, dann ist so und so alles verloren. So, dann machen wir jetzt hier mal kurz. Da, Wirbel, Wirbel, Zwirbel, Zwirbel. Nein, bitte, bitte, nein, bitte. Oh. Mir ist soeben die Bolognese für heute vergangen. Weil eigentlich hätte ich gestern mehr welche machen müssen, aber gestern hatte ich was anderes. Da gab es mal Lieferdienst. Ausnahmsweise. Das ist ja toll. Was sammelst du da? Du solltest das den Richtern wirklich sagen, wenn du dich nicht wohlfühlst. Ups. Also, wie ist das hier reingekommen? Ich glaube, mir wird schlecht. Fühlt sich hier jemand nicht wohl? Ich fühlte mich gut, bis ich das sah. Ist das von dir? Nein, ich bin gesund. Hast du nicht gerade gesagt, dir würde schlecht werden? Das war nur im übertragenen Sinne. Weißt du eigentlich, dass du die ganze Show mit der Grippe angesteckt haben könntest? Aber ich habe alle meine Impfungen. Du siehst gesund aus, Harold. Aber du kennst die Regeln. Du bist raus. Sie sind raus, Oika! Aber wieso das denn? Was für eine Schweinerei. Ja. Ich hasse es, hinter Menschen sauber zu machen. Ja, mit der Bodenklappe. Tja, ich glaube, jetzt hat unsere liebe Mumie gute Chancen, oder? Zumindest, wenn man sich die Konkurrenz ansieht. Ja, könnte sein. Könnten loslegen.
Auf zur Menschenshow. Yeah, yeah, yeah. Oder können wir die vielleicht noch mit dem Stinktier da loswerden? Und dann sagte ich zu ihr, das ist nicht mein Saugnapf. Wenn ihr meint, das war witzig, dann hört mal jetzt zu. Okay, wir reden mal mit der Runde. Hey, wann beurteilt ihr das beste Haar? Wann wird denn eigentlich ihr schönste Grinsen beurteilt? Lalalala. Möchte ich mal dein Geschenk? Hey, wann beurteilt ihr das beste Haar? Ach, schon gut. Boah, das sind die besten Haare, die ich hier an der Mumie gesehen habe. Dick und voll und saftig. Die Mumie gewinnt. Einverstanden. So, damit haben wir schon mal den ersten Preis. So. Wann wird denn endlich über das schönste Grinsen geurteilt? Ach, schon gut. Ich mag den ruhigen Typ mit den großen Zähnen. Es steht nichts in den Regeln, dass sie weiß sein müssen. Der erste Platz geht an die Mumie. Einverstanden. Wie geil. Ist jetzt mal bald das beste Lachen dran? Ach, schon gut. Sie stresst hier schön rum, typisch Dame. Ich will endlich, dass meine Mumie gewinnt. Okay, du weißt einen Witz. Ich komme gerade aus Deutschland. Da habe ich einen Berliner getroffen und ich fragte ihn, mit oder ohne Füllung. Ein Klassiker. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ist schon toll, wie die Mumie das macht, ohne die Lippen zu bewegen. Ich sage, sie bekommt den ersten Platz. Einfach. Yeah! Wir haben mit unserer Mumie gewonnen. Das macht die Mumie zum Gewinner. Glückwunsch! Juhu! Sie ist noch sehr gut erhalten. Ich vermisse das Lachen. Es ist Zeit, die Gewinne zu verteilen. Wir müssen bis Dienstag in Baltimore sein. Yo, unsere Arbeit hier ist getan. Yeah! You are so humiliated. Ich kann einfach nicht ernst bleiben. Ah, wie schön. Unsere Mumie hat gewonnen. Ich freue mich. Yay. Ja? Hallo? Geht's noch weiter? Ich klicke mit der Maus. Nichts passiert. Ich drücke da mal. Sag jetzt nicht, das Spiel hat sich aufgehangen hier an der Stelle, so irgendwie, dass wir hier hängen. Das wäre jetzt echt scheiße. Wir machen es mal ganz einfach. Nein, ich kann nicht speichern an der Stelle. Oh, scheiße. Wenn ich jetzt Spiel laden, wo war der letzte Autosave? Ihr seht also gerade, wenn ich hier aufnehme, ich habe dazwischen natürlich immer schon gespeichert. 57% Fortschritt, also ein bisschen haben wir was auch noch vor uns. 31. Wo kommt das denn hin? Ja, das müsste der sein. Beste Lachen dran. Ist jetzt mal bald das beste Lachen dran? Ach, schon gut. Das wäre jetzt echt scheiße, wenn das Spiel da hängen würde. Vor allem, es gab da seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe, schon hier so ein, zwei Updates. Das würde mich wundern. Da habe ich einen Berliner getroffen und ich fragte ihn, mit oder ohne Füllung. Ein Klassiker! Ja, nicht unbedingt. Ha. 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 Auf jeden Fall gewinnt die Mumie. Ich räume hier in der Zwischenzeit in der Hoffnung, dass er schon was kenne. Ist schon toll, wie die Mumie das macht, ohne die Lippen zu bewegen. Ja, ich sage, sie bekommt den ersten Platz. Einverstanden. Nun, das macht die Mumie zum Gewinner. Glückwunsch! Sie ist noch sehr gut erhalten. Ich vermisse das Lachen. Es ist Zeit, die Gewinne zu verteilen. Wir müssen bis Dienstag in Baltimore sein. Bitte, bitte, bitte. Unsere Arbeit hier ist getan. Ja, schön. Oh, Gott sei Dank. Ted, hier trennen sich unsere Wege. Du hast bei der Rettung der Menschheit geholfen. Und ja, das, Ted. Obwohl du schon seit Tausenden von Jahren tot bist. Ich glaube, du bist mein
Oh. Liebster Edison. Ja, er ist so schön ruhig und macht so wenig Scheiße. Dementsprechend ist es auch mein liebster Edison. Auf Wiedersehen, Ted. War schön. So. Essensgutschein haben wir unten. Dicken, fette Trophäe. Sehr geil. Den Essensgutschein weiß ich sogar schon, wo ich den benutzen kann. Wir können jetzt gleich Panik schieben. Ich habe gar keinen Schalt mehr. Ich kann nämlich ihn jetzt hier weglocken. Nämlich relativ easy peasy. Da speichert es auch noch. Gehen wir schon mal zum Zwinger hin, damit die beim Zukunftsprogramm wieder dran denkt. Ich muss auch noch. Hey, Süße. Was bringt so ein heißes Tentakelbabe wie dich an einen Ort wie diesen? Wie kann ich die alle auf sie stehen? Kennst du mich nicht? Ich suche nach einem Tier. Ich bin hier, um dich zu sehen. Wirklich? Was machst du heute Abend? Wie wär's mit dem Tentakelclub? Oh, was sage ich da? Ich kann doch nicht den Müll rausbringen und ein klasse Babe wie dich alleine lassen. Erkennst du mich nicht? Nein, ich. Moment, bist du nicht die Bedienung aus dem Tentakelclub? Ich liebe diesen Club. Ich würde sofort dahin fahren, wenn ich Zeit hätte. Ja. Ich suche nach einem Tier. Tut mir leid, Süße, du bist am falschen Ort. Diese drei Menschen sind Problemfälle. Untrainierbar, ungehorsam, ziemlich daneben. Er ist nur neidisch, weil wir zwei Daumen haben. Irgendwann werdet ihr die Tentakel als eure Herren akzeptieren. Ha, ihr Verlierer könnt ja nicht mal Dreirad fahren. Siehst du, warum sie niemand als Tiere haben will? Ah, wie schön. Ja, ich hab mich verlaufen. Tschüss. Hey, ich habe auch keine Lust, hier zu sein. Wunderbar. An genau dieser Stelle muss ich jetzt leider wirklich beenden. Das heißt, ich kann wieder speichern. Speichern. Was ich dann auf jeden Fall nochmal gucken muss, ist, ob ich vielleicht noch, bevor ich das hier mache, dann wenn ich... meine Maus, hallo Maus. Ist meine Maus so ein bisschen langsam irgendwie. Ihm können wir den Essensgutschein geben. Dann können wir mit der Katze für das ausschalten, mit der Katze für Ruhe sorgen, dass die wegrennen. Das heißt, draußen ist der Tentakelrand hinterher. Ja, und da müssen wir eigentlich nur noch zusehen. Verdammt, was fehlt denn noch für diese Dumme? Wir haben Feder, wir haben das. Wir haben das. Ich bin gerade echt, irgendwas fehlt uns doch hier noch. Und ich weiß gerade echt nicht, was. Soll sich der Zukunftsprogramm drum kümmern? Ich sage vielen Dank fürs Einschalten, zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.